Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem, ja, etwas anderen Video. Nämlich haben wir mal wieder ein The Isle Video. Lang ist's her, aber es gibt endlich Neuigkeiten. Das Spiel sollte ja gerecodet werden und sozusagen einmal neu oder von Grund auf nochmal neu programmiert werden. Und es gibt endlich Neuigkeiten. Das habe ich gerade gesehen. Ich wollte eigentlich gerade ins Bett gehen. Ihr seht schon hier unten, 3.23 Uhr. War so im Bett und am Handy, habe noch so ein bisschen auf YouTube geschaut. Und dann habe ich es auf einmal gesehen, habe mir den Trailer auch gerade schon hier angeguckt. Der heißt einfach nur Hope und wurde vor 54 Minuten veröffentlicht und geht 4 Minuten lang. Den werden wir uns gleich gemeinsam angucken und darauf so ein bisschen reagieren. Ich freue mich schon darauf. Der Trailer und der Kanal ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, der ist wirklich richtig cool gemacht. Und ich freue mich gerade richtig auf The Isle, muss ich sagen. Also das hätte ich nicht gedacht, dass ich mich so sehr auf The Isle wieder freuen werde. Aber Leute, wir schauen es uns jetzt einfach an. Also das Ganze heißt Hope. Ich habe es natürlich geliked. Ich hoffe, ihr schaut auch vorbei und liked das Video. Und let's go. Ich werde ab und zu stoppen auf jeden Fall. Weil es gibt ein paar Dinge zu lesen, die habe ich vorhin auf dem Handy auch gar nicht so schnell lesen können. Okay, wir schauen mal ganz kurz hier. Okay, es wird neu entwickelt. Ich schaue gerade nur, ob ich hier Daten rausfinden kann, wann das Ganze erscheinen soll, weil das habe ich von auf die Schnelle auch nicht gesehen. Atmospheric Observation. Observations, okay. Das ist wahrscheinlich die ganzen Atmosphären-Sounds und so wurden ein bisschen überarbeitet, was ich sehr gut finde. Sieht aber schon mal sehr gut aus, ne, das Spiel. Ich gehe mal davon aus, dass das alles Ingame-Grafik hier ist. Die Insel wurde auch neu entwickelt. Da sieht man ganz gut die Dinosaurier-Fußabdrücke und das Wasser. Ein Küstengebiet haben wir auch ein neues. Mit den Palmen und so, die kannten wir vorher auch nicht. Sieht schon richtig cool aus, ne? Also wenn das wirklich Ingame-Grafik ist, wovon ich stark ausgehe, dann sieht es einfach nur sick aus. Oh mein Gott, guckt euch das an. Ist das nicht cool? So eine geile Höhle und sowas hier. Ich freue mich da drauf. Das neue Grasland sieht auch sehr, sehr cool aus. Sieht halt alles komplett anders aus und da sieht man auch schon die ersten Dinos. Sind das Mini-Stegos? Baby-Stegos? Okay, oh, da ist was Neues. Grazing. Herbivores have adapted to gain a small amount of food by eating grass. Okay, kleine Pflanzenfresser oder Pflanzenfresser an sich können jetzt Gras essen und dadurch ein wenig Futter wiederherstellen. Finde ich cool. Das heißt, man muss nicht immer diese Büsche suchen. Auf jeden Fall eine neue Funktion. Ey, sieht grafisch wirklich Bombe aus, Leute, oder? Hammer. Sieht einfach aus wie ein komplett neues Spiel. Und ich kann nicht glauben, dass wir dafür nicht nochmal bezahlen müssen, wenn wir das Spiel schon haben. Also ich wäre bereit, dafür nochmal zu bezahlen, wenn ich ehrlich bin. So, Jungle. Es sieht so gut aus. Oh mein Gott, da ist auch ein Dino. Sind so kleine Easter Eggs hier drin in dem Trailer. Wow. Also ich bin wirklich geflasht. Oh, dann haben wir wieder das nächste. So, Piscivores. Ich habe leider keine Ahnung, was das heißt. Some predators have adopted select niches in ecology, such as preying on fish. Ah, okay. Es gibt Jäger, so wie der Sucho Mimus hier, der jetzt auch Fisch jagen kann. Da sieht man auch die Fische. Wie cool. Nice. Das sind dann wahrscheinlich so neue AI-Gegner, die man fangen kann, die Fische. Oh, das ist das neue Krokodil. Das habe ich auch schon mal gesehen. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Boah, wie gut das aussieht. Ist das Ingame-Grafik? Es sieht halt, das sieht so aus wie Ingame-Grafik. Alter Schwede, guckt euch, da muss ich nochmal kurz zurückspulen. Boah, Hammer. Okay, neues Wachstum. Seamless evolution from hatching to adult thanks to advances in temporal RNA sequencing. What? Okay, keine Ahnung. Seamless evolution. Okay. Ah, ich verstehe. Ich glaube, dass das jetzt so, ohne diese Stufen übergeht. Seht ihr das? Das geht also flüssig über das Wachstum.
Es war ja vorher, dass man immer in so Stufen gewachsen ist. Kann auch sein, dass ich falsch liege. Schreibt es gerne in die Kommentare. Das war ein sehr, sehr schwieriger englischer Satz, wenn ich ehrlich bin. Oh, da sehen wir auch ein paar Erwachsen. Okay, haben wir das nächste. Sexual Dimorphism. Visual differences have been noted between males and females. Okay, ja, optische Unterschiede zwischen männlich und weiblich. Normalerweise ist es ja immer so, dass die Männchen schöner aussehen in der Natur. Oh mein Gott, das sind Kompis, oder? Scavengers. Swarm of Compsognathus gather at corpses, acting as natural clean-up crews. Okay, okay, ich verstehe. Normalerweise sind ja irgendwann die Dinger einfach, glaube ich, verschwunden, diese Kadaver. Und jetzt sind da wohl kleine Kompis, die sozusagen die Kadaver dann ja auffressen, statt dass sie einfach verschwinden. Finde ich eine mega coole Idee. Die Frage ist natürlich auch, ob man jetzt als kleiner Raptor oder so diese Kompis dann jagen kann. Da bin ich sehr gespannt. Oh, sieht so gut aus. Ich bin wirklich geflasht, Leute. Das war hier lange nicht von einem Dinosaurier-Spiel. Richtig krass. Der neue Spinosaurus. Hammer. Oh mein Gott. So, kriegen wir jetzt hier noch Details, wann das Ganze erscheint? Verstand nicht. Carnage Comes Home. Ist das sowas wie ein DLC dann oder ein neues Spiel? Ich bin echt gespannt. Also ich bin auf jeden Fall bereit, dafür nochmal Geld auszugeben, weil es sieht so gut aus. Hammer, ey. Also wirklich, ich bin echt geflasht und musste das jetzt gerade unbedingt nochmal für euch als Video aufnehmen. Das Originalvideo, was wir gerade uns angeschaut haben, das gibt es natürlich auf dem The Isle-Kanal, ganz unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst da auf jeden Fall ein Like da, lasst da einen Kommentar da, damit das schön hochgerankt wird auf YouTube, damit ja, The Isle schön berühmt wird und die Entwickler schön viel Geld verdienen und das Spiel immer besser machen können, weil die haben jetzt so viel Arbeit investiert, das haben sie sich auf jeden Fall verdient. Und ich war lange nicht mehr so geflasht, freue mich mega auf das Spiel. Ich hoffe, ihr freut euch auch, schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen, ja, Start in den Samstag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.